eine Folge aus unserer neuen Serie Kurz und Knackig. Ich bin hier in Mohl, neben mir steht der Wilfried und daneben steht der Holger Bayer. So, der gute Holger, der weiß jetzt gar nicht, was ihm geschieht, weil das habe ich gar nicht voll mit ihm abgestimmt. Der gute Holger ist nämlich heute mal 4 Stunden gefahren mit dem Auto, weil er unbedingt mal nach Mohl kommen wollte. Und da hat der Wilfried eben eingeladen, weil der gute Holger hat ja dieses One-for-All-Setup geschrieben, wo wir dann alle mal einen Blick drauf werfen konnten. Und mittlerweile ist das ja schon ein gewisses Standardwerk im Bereich 3D-Sound. Und wie kann man seine Lautsprecher einrichten? Und mein lieber Holger, jetzt hattest du 4 Stunden verbringen dürfen hier. Vier. Oder sogar noch mehr waren es, genau. Hast wunderbare belgische Brötchen gesehen und bekommen und Kaffee und an die Biersorten, die er da hat, kommen wir auch noch dran, kleiner Insider. Wie war dein Eindruck? Kurz und knackig? Überwältigend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr heim. Möchtest du in das große Kino rein, ne? Und dann mal alles durchtesten und alles durchhören. Ja, der PC ist ja noch an, ich würde dann alles von vorne bis hinten durchhören. Also hat es sich gelohnt, würdest du sagen, sehr, ja? Sehr, sehr beeindruckend. Und es ist halt, man merkt halt, es ist dein Baby, was hier komplett von Kindheit an gewachsen ist. Ja, ja, die gleiche Begeisterung wie vor 8, 9 Jahren, wo wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Ne? Ja, es lässt einfach nicht nach. Und jetzt siehst du das Baby da hinten, da haben wir nämlich auch noch mal gerade reinhören dürfen. Das ist nämlich der Panamera, der war der erste mit Auro. Mit Auro, ja. 2016 schon, ja? 2016. Ende 16, 17 ist sie auf den Markt gekommen. Genau, und dann sind die alle mit Autos hier rüber transportiert von den Journalisten. Und dann Porsche hat die so ein Event gemacht. Genau. 14 Wagen in Brüssel gesetzt und die sind nach hier gefahren und dann haben die gesagt, das ist ein neues Fahrerlebnis, ein neues Driving Experience. Genau, so, und wir haben heute wirklich die Kamera eigentlich mal mitlaufen lassen, mal wieder kennt ihr ja, und ich habe extra meine Ohren geputzt, damit diese wunderschönen Kopfhörer hier mit eingesetzt werden können, mit Mikrofon, da mache ich euch auch nochmal ein Special draus, holt euch die Kopfhörer, putzt auch mal da die Kopfhörer und die Öhrchen und dann werdet ihr, glaube ich, das eine oder andere Beispiel nochmal sehr schön und intensiv zu Hause erleben. Ja, und das eigentliche Video von dem Besuch hier heute und von dem, was du mit uns hier alles gemacht hast, ich sage nur Klavier spielen, er kann so geil Klavier spielen und er hat da eigene Sachen komponiert, wir müssen gleich nochmal über die eigene CD nachdenken. Ah, ja, okay. Oder mit pur Audio natürlich. Da werden wir euch einiges zu zeigen. Ja? Also abonniert am besten den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Wilfried, willst du auch was sagen? Du bist so ruhig. Nein. Das war eine Begeisterung. Ich war froh, die beiden hier zu haben natürlich. Das ist die Passion, die irgendwo in mich lebt, die ich natürlich dann teilen kann mit Leuten, die das auch schätzen können. Die wissen auch etwas, was so etwas bedeutet. Ja? Und das ist für mich auch natürlich so, das sind Festtage für mich. Das freut mich sehr. Ja, absolut. Aber du hast gleich deinen persönlichen Festtag, weil du 4 Minuten drüber, deine Frau wartet, jetzt musst du nach Hause. Und es ist kalt. Ja, okay. Genau, also ich will hoffen, es hat euch gefallen. Das ist kurz und knackig Video und das ganz lange Video und die vielen Beispiele bringen wir in den nächsten Stunden und Tagen. Bis dann, ciao.